Yay, es ist soweit. Escape from Tarkov Arena. Es ist endlich da. Ich habe so lange drauf gewartet. Im Herbst soll es kommen. Wir haben in den letzten Podcast von Nikita einige Informationen bekommen, was so die Modi angeht, was seine Ziele sind, was Inhalt sein soll. Ich hau euch alle Infos raus, die wir mittlerweile haben über die Arena. Und einmal kurz der Trailer vorneweg. Und zwar die Live-Reaction und dann die Infos. Holy moly. Und es ist eine neue Map. Es ist, oh mein Gott, das ist doch nicht Arena, oder? Nein, das ist doch nicht Arena. What? Заработать на жизнь или умереть. Сегодня тут кто-нибудь обязательно сдохнет. Nikita hat in den letzten Podcast einiges zu der Arena verraten und jetzt ist endlich der Reveal da. Es ist sehr, sehr überraschend, muss ich sagen, dass Arena jetzt revealed wurde. Aber jetzt, wo es da ist, hauen wir mal alle Infos raus, die wir bisher bekommen haben. Und zwar, wir wissen jetzt erstmal, dass es im Herbst kommt und zwar der Beta-Test. Mal sehen, ob den alle testen werden können oder ob das nur einige Leute beinhaltet, die da rein können in die ersten Testphase. Auf jeden Fall wird es dann losgehen und wir sehen hier bereits im Trailer mehrere Maps. Nikita hat damals gesagt, dass wir mehrere Maps und Modi zur Verfügung haben werden. Deathmatch ist der primäre Modus. Und zwar hat er gesagt 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 und 5 gegen 5. Die Modi hat er zumindest genannt. Was PvP angeht, was PvE-Elemente angeht, werden wir Dinge haben wie Geiselbefreiung, ähnlich wie bei Rainbow Six. Dass wir in einer Truppe reingehen mit KI-Kollegen oder mit menschlichen Kollegen. Eine Geisel befreien müssen oder mehrere Geiseln befreien müssen, Häuser stürmen müssen und so weiter und so fort. Das wird es auf jeden Fall geben. Ob jetzt Dinge wie Bombe entschärfen, Capture the Flag und solche Dinge kommen, hat er nicht gesagt, hat er nicht erwähnt. Aber er hat gesagt, es wird sich an die gängigen Modi richten. Das heißt, wir werden ähnliche Dinge bekommen. Vielleicht werden auch so ganz konventionelle Dinge wie Capture the Flag und sowas dabei sein. Erwähnt hat er das jetzt explizit nicht. Er hat aber auch gesagt, dass der Tod eine Bedeutung haben wird. Das heißt, wir werden es schwer haben in der Arena. Es ist nicht wie bei Call of Duty, dass wir reingehen, sterben, nächste Runde reingehen, sterben, sondern es ist wie bei Escape from Tarkov. Der Hardcore-Faktor ist mit dabei. Das heißt, wir werden uns dreimal überlegen, ob wir reingehen und einfach so eine dumme Runde spielen, nur um einmal vielleicht einen Buffer ausprobiert zu haben, sondern der Tod wird Konsequenzen haben. Das heißt, wir werden Verluste haben. Es wird wehtun. Wie auch immer das dann aussehen wird, ob die Ausrüstung irgendeine Art Punktesystem haben wird, dass wir Punkte bezahlen müssen für unsere Waffen, für die Systeme. Wir sehen hier im Trailer jemanden mit einer TOS rumlaufen. Warum sollte jemand mit einer TOS rumlaufen? Entweder das ist ein zufälliger Modus, dass die Leute zufällig ihre Waffen kriegen, aber es ist auch möglich, dass mir Nikita gesagt hat, die Wertigkeit so hoch ist, dass er vielleicht sich einfach nur einen TOS leisten konnte in dem Moment, aufgrund seiner Punkte, die er hatte. Nikita meinte außerdem, dass wir fertige Systeme kaufen können, das heißt komplette Loadouts, also zum Beispiel Waffen, eine Rüstung, einen Helm. Das wird so und so viele Punkte kosten und je höher man im Rang steigt, desto bessere komplette Systeme wird man kaufen können. Kommen wir zum Punkt Rang. Das Ganze ist rangbasiert, das heißt, es geht wirklich nur darum zu ranken. Und, was Nikita auch gesagt hat, es geht auch darum zu prestigen, also ein gewisses Prestige-Level zu erreichen. Das heißt, möglicherweise werden wir, wenn wir ein gewisses Level erreicht haben, prestigen können, wieder leveln, wieder prestigen. Er meinte, es wird sichtbar sein anhand des Spielers, anhand der Klamotten, anhand der Narben vielleicht oder der Tarnung. Tarnung bezieht sich übrigens jetzt nicht auf Waffenskins, das hat er nicht erwähnt, aber möglicherweise auf Gesichtsbemalung, auf etwas dunklere Kleidung und so weiter und so fort. Man wird das anhand der Skin
sehen können, welches, oder dass der Spieler bereits ein sehr hohes Level hat. Also das heißt, man wird es innerhalb der Arena sehen können, oh, der ist aber schon richtig weit oben in der Prestige. Das Ganze wird übertragen auf den Escape from Tarkov-Modus. Und zwar ist es so, dass Tarkov Arena verknüpft werden kann mit Escape from Tarkov, mit dem Hauptspiel. Es ist natürlich separat erwerblich. Man kann es sich einzeln kaufen, ohne das Hauptspiel zu haben. Man kann es aber, wenn man das Hauptspiel hat, verknüpfen. Und wenn man die EOD-Version hat, bekommt man Tarkov Arena sowieso kostenlos. Verknüpft man die beiden Modi, bekommt man eine Verknüpfung der Inhalte. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in der Arena ein gewisses Level erreicht haben, könnte es sein, dass wir damit eine spezielle Quest in Escape from Tarkov freischalten, die wir nur durch die Arena sozusagen bekommen und dann machen können. Umgekehrt kann es sein, dass wenn wir etwas Bestimmtes in Escape from Tarkov erreichen, wiederum das Auswirkungen hat auf Tarkov Arena. Was die Ausrüstung angeht, hat Nikita gesagt, dass wir Ausrüstungen aus dem Hauptspiel tatsächlich transferieren können in die Arena. Umgekehrt hat er nicht erwähnt, aber in die Arena es sei möglich, in begrenztem Maße, also wirklich nur in sehr begrenztem Maße. Vielleicht funktioniert das auch mit dem Punktesystem, dass man sagt, okay, anstatt meine 20 Punkte für eine Toss auszugeben, gebe ich die 20 Punkte für eine Toss aus meinem Stash aus oder sowas ähnliches. Das werden wir sehen, oder dass es dann nur noch 10 Punkte kostet. Sowas könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es da so einen kleinen Benefit gibt für die Leute, die das Hauptspiel haben. Ansonsten, wie gesagt, es geht ums Ranken, 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 Prestige, man soll es sehen können und die Belohnungen werden entsprechend sein, dass es im Hauptspiel auch noch sichtbar sein kann. Das heißt, es könnte sein, dass Klamotten, die wir in der Arena freischalten, ebenfalls im Hauptspiel zu sehen sein werden. Absolut genial. Das heißt, die Leute, die sozusagen Wert drauf legen, Sichtbarkeit zu haben, die werden fast schon gezwungen sein, Arena zu spielen, damit sie gewisse Klamotten und Gegenstände und Malungen und Skins und so weiter freischalten können für das Hauptspiel. Was den Preis angeht, Nikita meinte, das Ganze wird im DLC-Bereich sein. Ich muss sagen, ich persönlich bin da sehr, sehr traurig drum. Ich hoffe, sie überlegen sich das noch. Ich weiß, viele von euch sind dagegen, das Free-to-Play zu halten. Meiner Meinung nach wäre es eine ganz, 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 ganz wichtige und große Sache, das Ganze Free-to-Play zu schalten. Natürlich haben wir dann wieder das Cheater-Problem. Aber wenn dieser Modus Free-to-Play wäre, würden wir natürlich ein richtiges kompetitives Spiel bekommen, was absolut eskalieren könnte. So ist es ein kompetitives Spiel für die Tarkov-Community, was absolut geil ist, absolut toll, wir freuen uns darauf. Aber es begrenzt sich eben so ein bisschen auf unseren Kreis. Und ich würde es schon sehr, sehr toll finden für BSG, wenn das Ganze nochmal viel, viel größer werden könnte. Und Arena hat auf jeden Fall das Potenzial, größer zu werden. Die ganzen Informationen findet ihr übrigens auf unserer Homepage. Wir haben das Ganze zusammengefasst über die letzten Jahre. Also wir haben ja schon das erste Mal, ich glaube, 2019 oder 2020 von der Arena gehört. Alle Infos hier, wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, klickt gerne da drauf. Noch ein Punkt zum Deathmatch-Modus, und zwar stellt man sich im Deathmatch-Modus ja so oft vor, wie man muss um so viele Punkte erreichen, 5 Leute gegen 5 Leute, 20 gegen 20, und wenn jemand eine Seite 100 Kills erreicht hat, hat man gewonnen. Das ist hier nicht so, definitiv. Nikita hat das betont, dass jeder nur ein Leben hat, das ist ihm wichtig, weil das eine Leben, was man hat, eine hohe Wertigkeit haben soll, genauso wie in Escape from Tarkov, es soll nicht weggeworfen werden, sondern du sollst wirklich leiden, wenn du stirbst, es soll dir was wert sein, das Leben. Und deswegen wirst du nur ein Leben haben, das heißt, es geht sozusagen mehr um Last Man Standing. Man sagt so schnell Deathmatch, Deathmatch, aber es ist sozusagen ein Hardcore-Deathmatch. Das heißt, wenn man tot ist, ist man tot. Und wenn das ganze Team down ist, dann kann man erst die nächste Runde starten. Das ist Nikita nochmal besonders wichtig gewesen, dass man sozusagen dieses Leiden hat in Tarkov Arena. Und was er noch gesagt hat, man wird versichern können. Das heißt, Versicherungen werden funktionieren und die Leute werden auch sehr Gebrauch davon machen. Ja, man kann auch looten. Wie in Escape from Tarkov wird man die Items looten können von Leichen. Das wird gehen, hat er gesagt. Allerdings hat er auch gesagt, das wird kaum passieren. Die Runden sind so, so schnell. Wir haben also Runden, er meinte, kleine Maps dauern so 2 bis 3 Minuten. Die großen Maps, wo dann 5 gegen 5 antreten, die dauern vielleicht so 4, 5 Minuten. Das heißt, alles sind sehr, sehr kurze Runden. Sehr, sehr actiongeladen das Ganze. Und wenn eine Runde vorbei ist, hat der letzte Überlebende nicht viel Zeit, bevor sozusagen die Runde komplett endet und schließt und er dann gar nichts mehr machen kann. Das heißt, es wird sehr, sehr wenig gelootet. Die Leute werden gar keine Zeit haben zum Looten. Das bedeutet, die Dinge, die versichert werden, werden wahrscheinlich in viel, viel, viel erhöhter Menge als in Escape from Tarkov an den Besitzer zurückgehen. Und wenn du Glück hast, kannst du halt mal eine coole M4 looten und das war's dann auch schon. So richtig mit dem Rucksack da rumlaufen und die ganzen Leute looten. Wir werden sehen, wie es dann im Spiel sein wird. Aber seine Idee war es, dass man das eher nicht macht aufgrund von Zeitgründen. Das wird gar nicht möglich sein. Aber die Versicherungsoption gibt es und man kann versichern. So, das sind alle Infos, die wir momentan zur Arena haben.
bin sehr, sehr gespannt, was noch auf uns zukommen wird. Vielleicht noch eine letzte Sache. Es werden ja langfristig 3 Modi kommen. Das heißt, wir werden einmal den Escape from Tarkov Raid-Modus haben. Den wird es bei Release immer noch geben, dass wir sozusagen raiden, also in feste Runden reingehen. Und dass dieser Modus dann auch irgendwann gewiped wird, wie nach wie vor, dass wir Seasons haben. Modus Nummer 1. Modus Nummer 2 ist der Endlos-Modus. Das ist so im DayZ-Style. Das heißt, wir haben Endlos-Runden. Das Level dauert sehr, 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 sehr lange. Und Leute werden sehr, sehr lange brauchen, um ihren Charakter zu leveln. Ist mehr so der Survival-Aspekt im Vordergrund. Und der dritte Modus, den sehen wir hier. Das ist der Tug of Arena-Modus. Und in diesem Modus geht es rein um kompetitives PvP. Um Ranken, um Prestige, um sich zu beweisen, besser zu sein als andere. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Viele haben ja Angst, dass sich dadurch die Spielerschaft aufteilt. Ja, die einen wollen dann den DayZ-Modus, die anderen wollen den Arena-Modus und so weiter. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass viele Leute bei Escape from Tarkov zum Beispiel keine Lust haben, ihre Items zu bauen, Ausrüstung zu bauen. Und diese Leute haben natürlich bei Arena die Möglichkeit, ein neues Zuhause zu finden. Und so kann es halt sein, dass viele Leute, die Bock haben auf das Ganze, aber nicht dazu kommen, weil sie eben dieses Hindernis haben, jetzt plötzlich Lust dazu haben und in Arena, wie gesagt, wieder aufblühen, genauso wie im DayZ-Modus oder im Raid-Modus später. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es laufen wird. Im Herbst geht's los, wenn neue Infos kommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und sauber. Hasta luego und ciao, 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 ciao.